Einwände gab es für uns keine, weil wir wussten, wir mussten etwas machen. Digitalisierung ist die Zukunft und wir sahen extrem großes Potenzial, Online-Kunden zu gewinnen. Und deswegen ja, haben wir es gemacht, durchgezogen und bis heute nie bereut. In den letzten 3 Jahren konnten wir natürlich einige Erfolge feiern. Wir konnten hunderte von qualifizierten Leads generieren und zusätzlich einen Prozess, einen vollautomatisierten Prozess für die Akquise von Neukunden aufbauen. Durch die gewonnenen Leads konnten wir natürlich einige sehr lukrative Alleinaufträge von Verkäufen aus der Zentralschweiz generieren und somit unseren Umsatz in der Firma enorm steigern. Also wir sind extrem zufrieden. Mein Name ist Pascal Fuchs und ich bin Teilhaber der Immobilienfirma La Prima aus der wunderschönen Zentralschweiz. Der große Unterschied zu herkömmlichen Immobilienfirmen ist, dass wir nicht nur Immobilienvermittler sind, sondern auch Bauträger. Das heißt, wir kaufen für unser eigenes Portfolio Immobilien dazu, welche wir dann weiterentwickeln, optimieren, vermieten und auch wieder verkaufen. Unsere Kunden profitieren von diesem Angebot, da wir nicht nur als Vermittler zwischen Käufer und Verkäufer auftreten, sondern auch immer wieder die Position des Käufers oder des Verkäufers einnehmen. Wir arbeiten bei La Prima zu zweit. Das war eigentlich schon immer so. Wir möchten die Firma möglichst schlank halten, damit wir kurze Entscheidungswege haben. Falls wir Fotografen oder Handwerker benötigen, dann greifen wir auf unser Partnernetzwerk zu. Die größte Herausforderung war eigentlich immer, wie kommt man an die besten Objekte, die besten Grundstücke, die Objekte, die noch nicht im Internet publiziert sind, die Objekte, von denen noch niemand weiß, dass sie verkauft werden. Also ja, man kann sagen, die Filetstücke. Das größte Problem ist die Planbarkeit, um konstant wachsen zu können. Aus diesem Grund wollten wir oder suchten wir neue Wege, wie wir planbar und konstant neue Kunden generieren konnten. Ich bin auf Schneider Marketing durch eine YouTube-Anzeige aufmerksam geworden. Das war vor rund 3 Jahren. Ich habe mich eigentlich schon immer sehr mit Online-Marketing und Digitalisierung beschäftigt, bin da eigentlich sehr innovativ und habe da mich schon früh eingelesen. Und ja, per Zufall habe ich die Werbeanzeige gesehen und habe mich für ein unverbindliches Beratungsgespräch angemeldet. Das Beratungsgespräch war sehr angenehm, auf Augenhöhe. Es wurden alle Fragen beantwortet, es wurde alles im Detail aufgezeigt, welche Lösungen, welche Wege führen zum Ziel. Und ja, ich habe mich dort sehr gut aufgehoben gefühlt. Die Zusammenarbeit mit Hans Schneider läuft sehr gut, ist eine extrem spannende Zeit. Ich konnte sehr vieles Neues dazulernen, wo ich vorher nicht gewusst habe, dass das möglich ist. Ja, ansonsten wird sehr schnell auf Fragen geantwortet, super sympathische Leute dort. Also ich bin wunschlos glücklich mit der Zusammenarbeit. Wieso haben wir uns für Schneider Marketing entschieden? Ganz ehrlich gesagt, wir haben gar keine anderen Anbieter verglichen, sondern wir haben uns total wohlgefühlt im Beratungsgespräch. Die Werbeanzeigen hat uns angesprochen, also für uns gab es gar keine anderen Optionen. Die Vorteile der Zusammenarbeit sind, dass wir natürlich die Planbarkeit steigern konnten. Es kommen jetzt regelmäßig neue Kontakte hinein. Wir konnten neue Partnerschaften aufbauen, haben extrem viele neue Kunden kennengelernt. Was natürlich auch ein großer Vorteil ist, die ganze Sichtbarkeit. Die Werbeanzeigen werden 24 Stunden am Tag ausgespielt. Also da sind schon Leute auf mich zugekommen und gesagt, ah, ich habe dein Logo gesehen auf Facebook, Google und. Und das ist natürlich sehr erfreulich. Ich kann es jedem empfehlen, mit Schneider Marketing zusammenzuarbeiten. Wir sind extrem zufrieden. Jeder, der in die Zukunft investieren möchte und gewisse Prozesse optimieren möchte, dem kann ich es wirklich wärmstens empfehlen. Aber ganz wichtig zu sagen ist, dass der Erfolg nicht von heute auf morgen kommt. Man muss etwas investieren, zuerst säen und dann ernten. Und das ist sicher wichtig, dass man das versteht, dass nicht gleich am ersten Tag hunderte von Kunden einem die Bude einrennen.